Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Alexeis Tech mit einem ganz kurzen Review zum chinesisch angehauchten Nicht-Apple iHub. Viel Spaß, jetzt geht's los. Ja, der Nicht-Apple iHub kommt in dieser Apple-ähnlichen Verpackung, die wir hier hinten sehen, und beinhaltet eigentlich nichts weiter als den iHub selbst und das etwas zu kurz gehaltene USB-Kabel zum Anschließen. Und ja, was kann der iHub? Natürlich dient der iHub einfach nur als handelsüblicher USB-Port und hat vier Ports, die wir hier sehen. Und das ist eigentlich die einzige Funktion, die er hat. Ein nettes Zusatzfeature ist noch, dass das Apple-Logo, was natürlich dem Original-Apple-Logo entsprechen soll, aufleuchtet, wenn ihr das Ganze anschließt. Und das sieht schon ziemlich cool aus. Und ja, alle vier USB-Ports funktionieren aber wunderbar. Läuft unter USB 2.0. Und ihr könnt sogar euer iPhone damit aufladen und eine externe 2,5 Zoll Festplatte anschließen. Also ist alles kein Problem von der Stromversorgung her. Natürlich dürft ihr nicht alle Geräte auf einmal benutzen. Also das heißt, dass ihr nicht irgendwie von einem USB-Stick, noch einem USB-Stick, einer Festplatte und so weiter alles auf einmal rüberzieht. Dann ist natürlich die Datenrate ziemlich im Keller. Und ja. Das war eigentlich schon die ganze Funktion von dem kleinen Ding. Sieht ziemlich cool aus, für Apple-Fans auf jeden Fall ja, ein Must-Have, was man so zum Sammeln irgendwo hinstellen kann und natürlich auch benutzen kann. Und ja, das war es eigentlich schon, was man über einen USB-Hub so sagen kann. Und alles Weitere gibt es in den nächsten Videos. Das würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert und oder als Freund hinzufügt. Und wir sehen uns in den nächsten Videos. Haut rein, bis dann!